Ich glaube, in meiner Lieblingsecke, da sitze ich jetzt gerade. Ein feines Platzl, speziell nach der Arbeit, wenn das Feuer noch brennt. Ein bisschen Wein trinken, ein bisschen ausklingen lassen den Tag, den Abend, die Arbeit. Da fühle ich mich wohl. Wie wir das Hotel angefangen haben zu planen, waren die ersten Gedanken, etwas Traditionelleres zu schaffen. Immer verbunden mit Materialien aus der Region, Zirnholz, Lärche und so. Es geht halt einfach um eine Gemütlichkeit im Zimmer. Es sollte nicht nur die Schlafmöglichkeit sein, es sollte eine kleine Ecke da sein, wo man sich zurückziehen kann. Bad, Bereich, praktisch, angenehm, mit edlen Materialien gemacht. Balkon ist wichtig und ein schöner Ausblick. Ja, ein Wellnessbereich ist ja heutzutage ja fast schon Standard. Wir haben uns halt gedacht, da wir natürlich eine starke Winterdestination sind, ist ja nichts Schöneres, als wir nach dem Skifahren heimkommen ins Hotel und dann in die Sauna gehen oder Dampfbad genießen und dann in einem angenehmen Ruheraum ein bisschen relaxen, ein bisschen ausschauen in die Natur, den Tag ausklingen lassen und sich einfach gemütlich dann vorbereiten auch fürs Abendessen, indem man ein bisschen Ruhe findet und Erholung. Wir versuchen die Gäste bewusst mit unserer Küche zu überraschen. Das heißt, wenn der Gast mehrere Tage da ist, dann wird er einige Kochrichtungen kennen. Das wäre wieder natürlich das Asiatische, was wir gerne machen. Es gibt das traditionell Österreichische, es spielt die französische Küche eine große Rolle und das Ganze immer versucht leicht zu gestalten. Die Resonanz der Gäste ist, dass sie sich irrsinnig wohlfühlen, weil das Haus eine gewisse Wärme ausstrahlt. Sie sagen immer wieder, wie zu Hause fühlen. Und das hören wir sehr oft. Und somit glaube ich, dass wir es ganz gut gemacht haben.